Hier hinter mir ist gestern, am 17. Januar, die 59. Ausgabe der Solothurn 5 Tage eröffnet worden. Von den rund 440 eingereichten Werken jeglicher Art und Länge werden verteilt über 8 Tage 238 Filme auf der grossen Leinwand präsentiert. Wir wollen heute von den Besucherinnen und Besuchern wissen, wie es ihnen gefällt und was für sie die Solothurn 5 Tage ausmachen. Seid ihr zum ersten Mal an den 5 Tagen oder schon ein eingesessener Fan? Ja, ich würde mich eher als Eingesessener bezeichnen. Ich war zwar ein paar Jahre nicht, aber ich komme sicher seit 15 bis 20 Jahren regelmässig. Ja. Ich war jetzt ein paar Jahre nicht mehr, aber ich war früher oft. Beides, also nicht etwa das dritte Mal. Also. Mhm. Ich bin ein alter eingesessener Fan, habe sogar noch beim Portmann mitgeholfen, wo noch das Kino Elite war. Vor x Jahren. 20. Filmtag oder so war das. Ich bin das erste Mal heute an den Solothurner Filmtagen mit dem Film Mutterland. Da habe ich Herstellungsleitung gemacht. Und da haben wir heute Premiere und da freue ich mich schon ganz drauf. Ich habe etwa 15 Jahre. Was macht Solothurner Filmtag Ihrer Meinung nach aus? Ja, dass sie eben spezielle Filme zeigen und dass man da immer wieder neue Sachen kann entdecken kann. Und auch Grösse, finde ich, macht es aus. Es ist unprätentiös und sehr gut organisiert, aber trotzdem. Und ja, so das Kleine, das Familiäre finde ich noch schön. Ja, man kann sehr kompakt sich einen Überblick verschaffen über Schweizer Filmschaffen. Und man sieht auch Filme, die man später in den Kino nicht sieht. Und von dem her gesehen, ja, wenn man halt den Film interessiert ist, ist fast ein Must dabei. Ich tauche ein in das ganze Filmgeschehen, also so die ganze Woche immer da unterwegs. Und das fängt total. Und dann natürlich das Schweizer Filmschaffen in dieser Tiefe und Breite können zu erleben, das finde ich cool. Die Vielfalt von der unbekannten und oft vergessenen oder experimentellen Sachen, die gezeigt werden. Und so die kleinen Perlen, die man im Dreck entdeckt. Ja, zeigen ganz viele wichtige Themen werden angeschnitten. Es sind Filme zum Gedanken machen. Sie inspirieren aber auch. Was macht es aus? Es ist ganz ein wichtiges Festival, Solothurn. Welche Genres von Filmen interessieren Sie oder welche speziell gerade nicht? Also wir probieren immer wieder Neues aus. Also nebst den Längspielfilmen mag ich so sehr die Kurzfilme zu schauen, die jungen Filme arbeiten. Das ist so dort manchmal auch Comic-Sachen, aber ja, einfach immer etwas Neues auch noch. Mich dunkelt alles interessant, ja. Mich interessiert eigentlich alles, also Dokumentarfilm und Arthouse, Kino, ja. Ganz speziell nicht, vielleicht, weiß nicht, Horrorfilme oder so. Genres, die mich interessieren. Es ist immer schwierig, es gibt viele Genres, Sachen, die interessant sind. Also einfach die wichtigen Sachen, die interessanten Sachen, die irgendwie mehr sind als nur eine Geschichte. Also vor allem Dokumentarfilm interessiert mich, weil ich bin Veranstalter und mir zeigen hauptsächlich Dokumentarfilm. Und daher interessiert sie mich. Früher hat mich mehr Spielfilm interessiert, weil ich komme ursprünglich aus dem Schauspiel und da hat man natürlich irgendwelche Kontakte oder so auch knüpfen. Aber grundsätzlich interessiert mich immer der Stoff am meisten, der Inhalt. Wie wichtig ist Ihnen der Austausch nach solchen Filmen, jetzt hier an den Filmtagen? Das ist wahnsinnig wichtig und dafür fährt man ja auf die Festivals, dass man eben mit dem Publikum ins Gespräch kommt und das ist ja das Tolle an so Filmfestivals. Ja, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, dann tut man sich natürlich schon auch austauschen und so die ersten Eindrücke und das ist schön. Ich finde auch speziell, dass man meistens nach den Vorstellungen ja auch noch der Regisseur da ist, wo man sicherlich kann austauschen. Das ist auch etwas Spezielles, was die Filmtage bietet. Ja. Je nachdem. Ich finde es spannend, aber manchmal gehen wir auch, weil es einfach längt so. Aber ja, klar, es macht es aus, im Unterschied zu einem Kino, dass man eben halt die Möglichkeit hat, dann auch diese Geschichten nebendran können zu hören. Sehr gerne mache ich das. Da gehe ich oft ins Kreuz. Da kann man auch mit Leuten, die man vorher gar nicht kennt, hat, am Tisch über einen Film reden. Oder so wie jetzt, dass wir zusammen etwas trinken und darüber reden können. Sehr, sehr wichtig. Also natürlich, wenn es der Film auch zulässt. Aber das zeichnet eben den guten Film aus. Das ist eben der, wo man rausgehen und darüber diskutieren muss. Und wo einem auch noch so ein bisschen nachhängt, wo man nicht rausläuft und so denkt, so, was mache ich jetzt?
Mit welchen drei Worten würdet ihr so abschließend den Filmtag beschreiben? Drei Worte. Vielfältig, tiefgründig, inspirierend, genau. Also lokal, vielfältig und überraschend, weil man weiß nie, was man bekommt. Sympathisch, es ist auch, wie es nicht so ein Riesenfestival ist, schön überblickbar, und, aber doch professionell auch gemacht und sorgfältige Filmauswahl. Spannend, bunt und schweizerisch. Das war es auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, was Besucherinnen an der Werkschau vom Schweizer Film interessiert. Die Filmtage können noch bis am 24. Januar besucht werden. Merci fürs Zuschauen und man sieht sich hoffentlich vor der Leinwand.